Naja, wer kennt nicht diese schnellen Paddelboote, mit denen man direkt weg ist, ne? Genau. Und vor Where allem the diese hell is this going to take labyrinthartigen us? Flüsse. I have no idea, but the further away the better. Ja, hier Yeah, I wird uns guess you're niemand right. entdecken. Also. Auf gar keinen Fall. All right, start Echt rolling. jetzt? We need to get going. Moment. Moment. Was machst du denn jetzt? Entscheid dich. Hey Vincent. Yeah. I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. Oh krass. What do you mean? There are no sharks Die in this Paddelphysik water. funktioniert How do you wirklich. know? Also wenn ich paddel, dann geht's It's nach seawater. links und wenn du paddelst, geht's Clever nach guy, Leo. rechts. Ja, was meinst du, warum wir die Positionen wechseln können? Das finde ich Ich kann nicht aus also optischen Gründen. wirklich geil, muss ich sagen. But I really Oh, saw der Mond geht schon auf. Something. Ja. Also Yeah. bei aller Ironie doch wirklich gut, Probably tatsächlich. salmon. Ja, auch im Vergleich zu der Autophysik gerade Could have eben, been a die crocodile. naja, war sehr arkadenlastig. Kann es vielleicht Well, sein, dass watch die out. Spieleentwickler vorher einen Angler-Simulator oder sowas gemacht haben? Denkbar. Hey Vincent. Ja. You think there are any bears in these woods? There are genau. probably bears in these waters, Leo. Ha! Like I'd believe that. Okay, fahren wir nach rechts. Echt cool. Go to the right. Go to the right. Okay, es wird etwas stürmischer. Ja, ich habe da so ein bisschen Bedenken, um ehrlich zu sein, dass Hast du das schon mal... hier weiterhin so ruhig bleibt. Ja. Hast du schon mal bei so einer Rafting-Tour mitgemacht? Okay, Nee. Ja, was jetzt? Links, rechts, nein, sorry, aua, sorry, aua, aua, sorry. Aua. Eisberg voraus! Nein, rechts! Ja, okay, das Spiel lenkt uns. Ach oh, krass, guck mal, wir haben, das sehe ich ja jetzt erst, wir haben tatsächlich eine Energieanzeige. Ja, in diesem Fall haben wir die. Allerdings sind wir voll mit dem Eisberg kollidiert und es hat nicht so viel gemacht. Ja, ich glaube, das war. Ach so, okay. Wir haben ihn nur gestrichen. Das hat die Titanic auch, ne? Und jetzt fragt mal Leonardo DiCaprio, was er davon hält. Das interessiert mich nicht, der Kerl ist tot. Ja. Und Nein. trotzdem kann er Oh, jedes Jahr auf diesen blöden Schiff noch ja, oh, 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 oh. Ah, if I just jumped in and swam? Yeah, sure. You try that. I'll just stay in the boat. Jetzt haben wir bestimmt eine Trophäe verpasst. Komme, entkomme mit dem Boot, ohne irgendwie Schaden zu verursachen oder sowas. Oh oh. Ich ahne Böses. Yeah, Hände hoch! Woo! Oh 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 nein! Oh ja 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 ja. Also als Captain wird keiner von uns arbeiten, glaube ich. Nein, vielleicht nicht. Waterfall, Waterfall! Beziehungsweise als Captain sagst du ja nur, was getan werden muss, ne? Das ist dann eher die Richtig. Rolle des Steuermanns. We're not done yet. Oh, 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 shit, steigt voraus, nein! Oh. Das klappt ja gut. Einfach da, ja. So. Oh Gott, schaffen wir es damit? Vorsicht, ja, Vorsicht. Rechts, 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 rechts. Nein! Warum ja, sind wir jetzt in so einer rechts. Strömung? Scheiße. Lass mal drehen, 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 drehen. Oh, ich glaube, jetzt kann man nicht mehr so viel machen. Alter, 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 Ich bin vollkommen Alter. Überfordert gerade mit der Situation. Oh. Oh-oh. Klar, dass ich dich wieder retten kann. Achso, ich stehe da rum, ich wusste gar nicht.
guckt da die ganze Zeit auf deinen Bildschirm, was so passiert. Ja. Bleib einfach in der Gegend rumstehen. Ah, es ist so schön hier. Die Aussicht ist so toll. Ja, klasse. Tschüss. So, und jetzt? Hm. Ja, du hilfst mir ja auch hervorragend hier, du. Die Aussicht ist so schön, idyllisch. Da, da, da. Ah, los, mach was. Boah, diese Dramatik. You okay? I'm okay. Let's get out of here. Alright. Also ich glaube, hätte Titanic mit so einer emotionalen Szene geendet, der Film wäre noch viel erfolgreicher gewesen. Der hätte 50 Oscars anstatt 20 bekommen. 100. Ja. Er hätte jeden Oscar in jedem Jahr doppelt bekommen. Yeah. Bester Film und bester Film 2. Ja, genau. So, what happens now? Look, I know what you're thinking, but going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Ah, oh, sogar mit Rückblende, geil. Oh. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! This is nothing personal, it's just business. Give me the briefcase. Ist er jetzt über das komplette Auto gesprungen? Nee, er wurde nur angeschlossen, angefangen. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Hm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh?
Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Sind wir nicht erst seit einer Stunde ausgebrochen? Alex? Alex? Ich glaube, also Spielzeit ja. Ich glaube aber, da liegen doch schon ein paar Tage zwischen. Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is, no matter what. That's just how it is. Sounds great. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Life looks rough out of here. Tja, dann haben wir jetzt auch endlich erfahren, was mit Leo ist. Richtig. Also, die Geschichten sind schon sehr interessant auf jeden Fall, die dahinter stecken. I'm here with you now. Das ist vor allen Dingen nicht einfach so hingeklatscht, ne? Es ist, man versucht es halt wirklich doch etwas tiefgründiger zu machen. Ja, ja. Da steckt schon was dahinter und es ist auch, ja, glaubwürdig und es passt auch zu den Charakteren irgendwie. Ja. Von daher, also, bin ich doch positiv überrascht und ich bin auch tatsächlich schon jetzt an diesem Punkt. Ist das jetzt gerade deine Frau oder? Nein. Ein bisschen vom Umfang überrascht. Also ich hatte gar nicht mit so viel gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist wohl wahr. What did he do? That bastard's been cheating on me and nobody cheats on Martha. I guess he didn't know that. Good luck anyway. If you see him, you let me know. I'll tell you what. If I see him, I'll think about it. Okay, wenn ich ihren Mann treffe, werde ich ihm nicht sagen, dass sie auf ihn wartet. Oh, lecker Barbecue. Okay, vielleicht doch nicht so lecker. Now it's all gone. Okay. What happened? Gambling. Oh. That would do it.
Kann ich rutschen? Ich will rutschen. Och, Manu. Oh! Was ist los mit dir? Vincent, komm mal her! Ach nee, ich dachte wirklich, wir können auf der Wippe hier zusammen spielen. Nein. Was macht er da? Okay. Der Typ haut seinen Kopf gegen den Motorblock, ist der. Hey man. Ja, der ist verzweifelt. But I'm looking for someone. A woman and a woman, huh? I used to have a gorgeous woman and money and just look at me now. Fast? What happened? Gambling. Fast? I lost all I had. Did you know that the odds are always in favor of the casino? No shit. Everybody knows that, man. Fast? Fast. Also ich konnte ja nur ab und zu mal rüber gucken, aber du bist ein ein Naturtalent. Come on. Thanks, I'm done. Bei mir wird hier entweder eine Frau beglückt oder misshandelt. Ich weiß noch nicht was. Excuse me, quick question. Hang on. Bestimmt ersteres. Hoffentlich. Kind of busy. Yeah, I can see that. But I'm wondering if you've seen a 30-something woman with a kid this tall? Yep. She's hot, right? Of course she is. She's my wife. Well, okay, I hear you. So when was the last time you saw her? I see her every day. Oh yeah? Where's she at? Dass er es überhaupt nicht merkwürdig findet, dass du ihn gerade eben schon über meine Frau ausgefragt hast und jetzt der nächste Kerl kommt. Okay, hab ich doch gar nicht. Ach so, hast du gar nicht? Nee, mit ihm hatte ich nicht gesprochen. Ach so. Mit ihm kann man gar nicht reden. Schade. Oh, was haben wir hier? Ich kann jetzt nicht, ich bin am Hämmern. Ah, so. Wie immer muss man auf dich warten. Ja, ich will jetzt auch einmal Baseball spielen. Du hast einen Shot Wurf getroffen, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe 119 getroffen, wie es da oben steht, ja. Hey. Du hast. Hey, what's up? Can I take a swing? Yep, go ahead. Du hast 119 nice. Bälle getroffen. So, okay, alles klar, dann hau mal rein. Das wird doch niemals funktionieren. Oh. Ach, oh, verdammt. Wie war das? Ja, gut. Oh, 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 der war angeschnitten. Hä? Oh, geh in Deckung, Junge. Wow. Also sag mal, du musst dein Kind ja lieben, wenn du es zum ersten Mal seit möglicherweise Monaten oder Jahren sehen kannst, wenn du erst mal wieder eine Runde Baseball spielst. Ja, mir ging es halt letztlich ne, um die Ehre. Du hast gerade eben bei dem, beim Hufeisenwerfen gewonnen. Wo bist du denn? Genau, da hatte so grob die Richtung. Ah, okay. Come here. Und wieder ist vollkommen klar, dass wir das Teil hier auf Seite schieben müssen, damit wir überhaupt weiterkommen. Ja. Hey, Linda! Over here! Leo! Hey! Ups. Cops. Das war knapp. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure.
Goodbye. We should be fine now. All right. We good? Of course we are. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex, look who's here. Alex! Hey, buddy. Don't worry, Leo. He's just a little bit upset. He found out? Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Come here. So, is this the guy? Yeah, this is, Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Herzzerreißendes Wiedersehen. Ja, also, ja. Ich war auch im ersten Moment, ich war vorhin etwas überrascht, als Alex so ganz komisch auf diesen Zeitungsartikel reagiert hat. Mhm. Aber mir war tatsächlich entfallen, dass ja Alex denkt, oder du bist heute auf Urlaub. Ja, oder irgendwie sowas war das doch. Und stimmt, das stimmt. Erklärte das dann. So, wir erstmal, bevor ich mit meinem Sohn rede, ne? Ja, genau. Warte. Geht das? Erstmal. Warte. Nee, geht leider nicht. Das ist ja schade. Doof. Schade. Also, Alter. Moment, ich konzentriere mich gerade. Ah, nein, ich wollte die 60 treffen. Okay. Das war ja wohl nix. Ja, jetzt kommt der Meister hier und zeigt mal, wie das geht. Aufgepasst? Ja, zeig mal. Ich guck mir das ganz genau an. Geh mit deinem Kürbiskopf aus dem Weg. Sogar wenn du hinter mir stehst, kann ich dich übrigens abwerfen. Moment, womit lenkt man denn? Ah, hier? Okay. Ja, das ist, Gute 5. it was alright. Ah, the hell with this. Ah, knapp. Das Ziel war, mehr zu treffen als ich, ne? Hey. Hallo, junge Frau. Hey. That's a really nice bike. Baggerst du gerade meine Frau an? Thanks. Ja. So, how long have you zumindest bist du ehrlich. Ach so, hier wollte ich dir gezeigt haben. Meine Frau ist künstlerisch unterwegs. Oh, sehr schön, ja. This is a 59. Nice. A 59. It's really. Und das hat mein Sohn gemalt. Ja, thanks. So, ja, genug gebaggert hier an deiner holden Maid. Ja, was denn jetzt? Hey, Alex. Leave me alone. Oh, mein Sohn ist auch gut im Ausbrechen. Ha! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mhm. Thanks. All right. Want to start it those up? Those were for happier me? Times. Yeah. I could do that. Go ahead. Gott, einfach furchtbar, wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich mit meinen Eltern in einem Zimmer schlafen müsste.
Ja, das wäre unschön. Was ist das für eine Marke? Eine Kapschalki oder sowas. Kapschalki, irgendwie sowas. Ja, natürlich. Es wurde vorhin erwähnt, aber so, einfach erstmal einen Benzintank hier leer machen. Okay, ich guck mal. Ja, es ist noch schwarzer Rauch. Der ist. Anscheinend ist der Vergaser kaputt. Ich, du bist ja mit meiner Frau beschäftigt, ne? Ich suche mal nach meinem Sohn. Ja, ich, ja. Grundsätzliche Frage an die Zuschauer: Ist das ein nerviges Geräusch? Das nennt man the Dolby Surround oder so. Come on, just let me up. Alter, der kleine, ey. Hey, look, your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? All right. Don't worry, I'll fix it for you. Ah, let's see. I think I'm gonna need a hammer. Gab's da nicht mal ein Lied irgendwas mit If I need a hammer oder so? Ich weiß es nicht. Sagt mir jetzt gerade spontan nichts. Hm. Seems like a great kid. Nein, das hat meine Frau gemalt. Ah, ja, das weiß er doch, aber jetzt, das weiß ich, aber nicht er. Nice. I have to fix the sign. Ja, was haben wir hier? Nix. Das ist auch nix. Sag mal, musst du eigentlich alles, was ich anmache, wieder ausmachen? Ja. Du hast ja auch zuerst deine Frau angemacht, die mache ich jetzt aus oder so. Happy Family. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. So much. You want to play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Yes, I am. You want to shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on. Just one game? Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I'll win. Ich würde mir ja so Schrott lachen, wenn unser Sohn uns jetzt wirklich fertig macht. Ach, der spielt doch noch gegen uns beide. Oder was? Hä? Ach ja, ihr spielt gegen mich, alles klar. Nein, 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 nein! Alter, was? Hä, wie passen, werfen? Okay. Hahaha. Ja, du musst schon mal hier hinten gehen. Was? Wo ist denn dein Balk? Wo steht denn das? Balk? Hallo, Balk. Wieso kann ich dir den Ball nicht... Passen? Ach so. Ach so. Ach nee, wir spielen alles gegen jeden sozusagen. Ja, 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 ja. Jetzt gib doch mal deinem Kind den Ball. Mensch, das arme Kind. Oh, danke. Was für ein super Pass. Daddy, pass it to me. Wie geht das? Ach so. Sorry. Das heißt, er sollte den Ball aus dem Feld geworfen. Hier, du Ball. Da. Okay, also der NBA 2K18 war dann doch besser, was die Physik angeht. Na komm, und wirf. Oder mach, komm, pass und ich mach einen Dank. Das war jetzt ein dezenter Schrittfehler, den ich Oh.